Mario Becker hat seine Karriere hier bei uns begonnen vor einigen Jahren. Und zwar hatten wir hier ein kleines Pfingsttreffen und die Geschichte kommt dann ab und zu immer wieder neue Gäste. Und da sagt er, ja, ich spiele ja auch so ein bisschen Gitarre und ich sage, ja, dann hol die einfach, dann mach einfach. Und deine Frau sagt so, ich weiß nicht, ob der so, die war immer ein bisschen zögerlich damals am Anfang. Und ich sage, muss ich erst mit dem Arsch treten, dass du die Gitarre in dich holst. Das hat er dann auch gemacht. Und seitdem hat Mario einen guten Aufstieg genommen, denke ich, mit vielen neuen Liedern. Und die neueste Version ist jetzt WLAN aus der Telefonzelle und hat eine neue CD gemacht, hat einige Videos aufgenommen und ist im Landkreis und in Göttingen schon häufiger wieder aufgetreten. Und CDs sind hier zu erwerben. Und wir haben uns heute alle gemeinsam entschlossen, das Hutgeld, was hoffentlich sehr großzügig ausfällt, der Ukraine zur Hilfe zugutekommen zu lassen. Nicht nur das Hutgeld, sondern auch die Trinkgelder, die wir heute einnehmen und die Erträge aus der CD, die ihr hoffentlich in großen Mengen kauft heute. Das als Vorbemerkung und zwischendurch kommt noch eine Partnerin für einen Friedenssong dazu, Toscha, die eine russische Vergangenheit hat. Sie hat einen russischen Pass und einen deutschen Pass. Und ich finde es besonders bemerkenswert, dass auch sie das Hutgeld ihren Anteil für die Ukraine spendet. Ich denke, das ist einen besonderen Applaus wert. Und wir alle wollen möglichst, dass wir dieses verbrecherische Kriegswesen in der Ukraine möglichst für 2-3 Stunden jetzt vergessen und diesen Putin irgendwie loswerden und in der Ukraine wieder Frieden einkehrt und diese Zehntausenden Toten und die Millionen Vertriebenen wieder ihren Frieden so oder so finden. Das als Vorbemerkung, das muss glaube ich heute auch so sein, das ist auch wichtig. Und das ist das dritte Konzert, was wir jetzt für die Ukraine-Hilfe hier machen. Und wir finden das eine wichtige Größe. Man denkt immer, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein und man ist so schrecklich hilflos in dieser ganzen Angelegenheit. Aber das, was wir tun können, das tun wir in unserer kleinen, heilen Welt hier und hoffen, dass der Krieg nicht übergreift und irgendwer da die Besinnung hat, sich zu besinnen. Hab vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt haben wir 2 schöne Stunden, bitte, mit Mario. Jeden Tag dasselbe, schlechte Nachrichten im Radio, im Fernsehen, lauter Hiobsbotschaften und auf dem Klo. Nur geistloses Geschmiere, das macht mich so müde. Immer und immer wieder stets dasselbe Thema am Telefon, dieselben Sprüche im Fahrstuhl und voller Hohn. Grenzt mich die Headline in der Zeitung, das macht mich müde. Jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, immer bin ich müde. Ich bin so müde, so kraftlos wie noch nie. Jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, immer bin ich müde. Ich bin so müde, so kraftlos wie noch nie. Wir stecken immer wieder den Kopf aus der Grube und drücken voller Zuversicht auf die Tube, bis die nächste Schraube uns am Kopf trifft. Das macht uns so müde. Ich trete etwas kürzer, entspanne mich am Abend, meine schwere Literatur und hochtrabende Themen in Gesprächen, doch nichts davon hilft, ich bin schon drüber. Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, immer bin ich müde. Ich bin so müde, so kraftlos wie noch nie. Ständiges Klagen und Jammern zwischen Frust und Zorn. Wir brauchen ein Commitment für den Blick nach vorn. Beständige Nageln und nervt und macht uns alle müde.
dann mach ich Musik. Einfach Musik für euch. Lass der Energiefall laufen und ich bin plötzlich hell. Vergessen, wir haben heute ein besonderes Vergnügen, denn wer ab und zu Facebook guckt und diese Montagsdemos, die wir in Göttingen ja haben, regelmäßig, da tritt ein gewisser Gustavo auf, wer den kennt und schon mal gesehen hat. Der Gustavo ist jetzt heute hier bei uns und macht heute eine schöne Aufnahme, überträgt das heute auch von hier. Gustavo, vielen Dank. Du kannst machen mal ein Selfie von dir, dass sie sehen, wer du bist. Mach mal ein Selfie, dreh mal um die Kamera und dann dreh mal um die Kamera für dich, dass man dich sieht. So. Das ist nämlich Gustavo, unser Mit-Ehrengast heute. Dankeschön, Gustavo. Hallo, Gustavo. Danke. Jetzt geht's weiter mit dir, bitte. Ja, jetzt auch von mir ein anständiges Hallo. Ja, ich bin Mario, mich kennen die meisten. Ich bin Liedermacher. Nein, ich bin kein Songwriter, sondern ein richtiger Liedermacher. Weil du ja auf Deutsch singst. Und genau. Sonst wärst du ja ein Songwriter. Und ich möchte euch heute gerne ein paar von meinen Liedern vorstellen. Ein paar davon sind auf dieser CD drauf, ein paar sind auch noch zusätzlich dazugekommen und ein paar sind auch so frisch. Zwei, drei, die hört ihr das erste Mal überhaupt. Das erste Publikum, die überhaupt hört. Ja, ist alles selbst getextet und selbst komponiert. Und das, was ihr eben gehört habt, die mehreren Instrumente, das sind keine Aufnahmen von Band, sondern es ist der Looper hier. Wenn ich jetzt drauf trete und spreche was und trete nochmal drauf, spreche was, dann trete ich nochmal drauf, spreche was, dann trete ich nochmal drauf, spreche was, dann trete ich nochmal drauf, spreche was. Und wenn man das richtig macht, klingt das auch. Also alles live. Zumindest live eingespielt. Ja, das nächste Stück ist etwas, was ich mal für meinen Sohn geschrieben hatte oder eigentlich auch für alle Kinder, die sich, oder Jugendlichen, die sich gerade so in der Phase der politischen Bildung befinden und eigentlich auch für alle, die sie dabei begleiten. Das heißt Millennium-Kinder. Ins Licht der Welt. Zwischen Lewinsky und Bin Laden wurde die Glotze abgestellt, um die Aufmerksamkeit der Sonnenfinsternis zu schenken. Was für ein Omen, welch ein Zeichen, das Geschick der Welt zu lenken. Habt als die Dotcom-Blase platzte, vielleicht zum ersten Mal gelacht. Habt beim Millennium euch noch nicht viel Gedanken drum gemacht, ob die Computer abschmieren oder eure Welt gar untergeht. Obwohl ihr sicher schon gemerkt habt, dass es nicht so gut drum steht. Das Sommermärchen vor dem ersten Schultag zur Tokyo Hotel. Yes, we can on satellite. Die Zeit vergeht so schnell. Millennium-Kinder, Nachfolge einbestellt. Millennium-Kinder, überall auf dieser Welt. Millennium-Kinder.
Schippen, Schützenpanzern des Boten. Während Drohnen Zivilisten töten, achten sie auf Quoten. In den Sonntagsfragen Aufsichtsräten und den Flüchtlingszahlen. Manche Nöte interessieren erst ganz kurz vor den Landtagswahlen. Eure Vorbilder verstehen Demagogen, die sich damit brüsten, Mauern hochzuziehen und konsequent auch wieder aufzurüsten. Sie treten dafür ein, die Meinungsfreiheit wieder einzuschränken und endlich einmal wieder zuerst an sich selbst zu denken. Sie schaffen neue Trockenwüsten in den gemäßigten Zonen, lassen Inseln schweigend untergehen, auf denen Menschen wohnen, um auf Klimakonferenzen dann Beschlüsse zu erlassen, dass es gut wäre, sich zu einigen, einen Beschluss zu fassen. Millennium-Kinder, wer ist euer Superheld? Millennium-Kinder, wer filtert durch die Welt? Millennium-Kinder. Oft mangelt es euch an Erfahrung, doch ihr steht voll im Saft und ich weiß, in euch schlummert unbändige Schaffenskraft. Der natürliche Urfunken von Vernunft und Menschlichkeit. Ich hoffe, ihr bewahrt euch dies und seid dazu bereit, stets zuzuhören, was die erfahrenen Altvorderen euch sagen, um dann das eigene Herz nach der richtigen Antwort zu befragen. Lasst euch von Erzkonservativen nicht die Mehrheit klauen. Lasst euch nicht nehmen, eure eigene Zukunft selbst zu bauen. Euer Bauch, der unterscheidet schon recht gut zwischen Schwarz und Weiß. Drum bringt euch ein, erhebt die Stimme und wählt mir. Wieder diese Situation, wo man rausgeht und einen kleinen Moment Ruhe haben möchte. Und ja, dann passieren so Dinge. Ihr kennt das vielleicht. Ihr hattet einen anstrengenden Vormittag. Anstrengender Nachmittag liegt vor euch. Bestimmt sich so schnell das kleine Ding hier. Und vorher möchtet ihr einfach ein klein wenig entspannen. Ein klein wenig Ruhe. Nur etwas Ruhe.
Mittagspause. Eine Insel im hektischen Alltag, ich muss raus aus dem ständigen Trubel, der macht mich sonst krank. Holunderbrausen und den Joghurt, den ich so gern mag, genieß ich im Park gegenüber auf einer Bank. Es dauert keine zwei Minuten, da fährt mir ein offenes Rasenmäher fast über die Füße und wirbelt frischen Rasen auf ein dünner grüner Belag. Bedeckt jetzt mein Milchprodukt und so sieht der frische Doppelrahmen beim Bratprikosenjoghurt eher aus wie selbstgemachter Kräuterquark. Und dabei hilft nur autogenes Training. Ruhekette, Feierabend im eigenen Garten, die Hängematte hängt verträumt in der Sonne am Baum. Endlich allein, ich kann es kaum noch erwarten, mich in mein Buch zu vertiefen, das Wetter ist ein Traum. Pause. Prost. Prost. Aber es ist toll, mal wieder vorne zu stehen, nach der langen Pause, wo einfach nichts war. Und ihr helft mir dabei, dass ich wieder in den Rhythmus komme. Ja, wenn es ein Herzstück von dieser CD gibt, dann ist es das nachfolgende Lied. Es ist das Lied mit der Telefonzelle. Es ist das Lied für die modernen Nostalgiker. Und für alle, die hier mitfühlen können. Das mit dem Sound eigentlich, passt das hier? Ist das zu laut, zu leise? Hört ihr alles? Könnt ihr mich gut verstehen? Alles gut, ne? Okay. Und du artikulierst sehr gut heute, mein Lieber. Das würde ich dir mal ein Kompliment machen. Weil ich so oft gemeckert habe darüber. Ne? Richtig gut heute, danke. Danke, Mira! Ja. Ihr habt doch schöne Comedy gehabt hier. Ihr habt ja so ein schönes Song gemacht mit vielen Reimen und so. Immer sagt, wenn jemand ein Problem hat, frag Vera. Vera weiß das dann schon. So. Genau. Steh an der Bushaltestelle, warte auf den Bus. Ich bin dabei nicht sehr geduldig, weil ich eigentlich mal muss. Doch er kommt in zwei Minuten, dann noch acht Minuten, Fahrt noch drei Minuten bis zum Ziel. Naja, es geht noch grad und ich herrufe sie heute. Doch Gesichter sehe ich nicht, denn ich check noch kurz WhatsApp. Die Frau hat Schicht, da muss ich wohl heute die Kinder holen und Brötchen kaufen gehen, dann blickt nach oben. Irgendwie scheine ich jetzt hier allein zu stehen, die Silhouetten sind weg. Der Bus leider auch. Und ich träume immer. Ich will Telefon ziehen. Mit unverkennbarem Handgeruch, wo das Silberkabel durchgetrennt ist, wie es sich gehört.
genau die Seite aus dem Telefonbuch rausgerissen ist, mit der Nummer, die man gerade braucht. Ich will im Zugabteil, wo das Fenster noch zu öffnen ist, wo man den Arm rausstrecken kann, um den Fahrtwind zu spüren, wo man sich fragt, ob man den nun wirklich wieder reinziehen muss, bevor der nächste Signalmast kommt. 264 Dates, 113 CC, davon 96 Spins. Die Chefin findet es nicht okay, dass ich die Präsi für den Jeffix für morgen noch nicht habe. Das sind über 60 Charts, die Frau, die bringt mich noch ins Grab. Das Smartphone sind meine Frau. Sie ist ganz aufgeregt, in welchem Stellenabbau jeder Firma hat sie selber Weg. Mein Drucker, Fisch hat kurz ein Display. Termin um 14 Uhr, es ist schon Viertel nach zwei. Ich glaub, ich muss zur Kur, wenn du es eilig hast. Geh langsam. So ein Scheißspruch. Ich will eine Telefonzelle mit unverkennbarem Harngeruch. Das Zylakabel durchgetrennt ist, wie es sich gehört. Wo genau die Seite aus dem Telefonbuch rausgerissen ist, mit der Nummer, die man gerade braucht. Ich will das Brummen von der Datasette meines 64ers. Das ganze Sirr und Piep, das einem unmissverständlich sagt, dass irgendwann mal was passiert, wenn man nur geduldig ist. Und wenn nicht, dann probiert man's halt nochmal. Xing sagt, ach, ihr habt Geburtstag, schnell noch ein Gruß, fest und satt. In der Dorfschenke gibt's Rhythm und Blues, im Dorfladen gibt's Kürbissuppe, schnell noch fallen. Termin poppt hoch, Kinder abholen, muss nicht bei allen. Mein Kopf ist immer ein paar Schritte schneller als mein Arsch. Darum fall ich auch vornüber aufs Maul, auf manchen Marsch. Mein Herz hängt hinterher, ist meist a little bit too late. Ich bin ein progressiver Typ mit Nostalgie-Affinität für etwas Retro und Fortschritt. Ist es nie zu spät? Und ich träume. Ich will ein Telefonzimmer mit unverkennbarem Harngeruch, wo das Hörerkabel durchgetrennt ist, wie es sich gehört. Wo genau die Seite aus dem Telefonbuch rausgerissen ist, mit der Nummer, die man gerade braucht. Ich will mal wieder, ohne es einzufordern, einen Genitiv. Statt Emojis ein paar Punkte und Kommas versehen gehören. Und wenn ich noch weiter träumen dürfte, vielleicht auf echtem Briefpapier, von Hand geschrieben und kuvertiert. Ich will mal wieder einen Chartsong mit nur zwei Akkorden, wo ein neuer Duchenchor den Hochtöne überreißt, wo ein MTV-Video ein Gitarrist der Ärzte die Seiten haut, obwohl in Wirklichkeit gerade das Keyboard spielt. Immer wieder Scheiße labern können, ohne immer gleich aufzufliegen. Gewagte Thesen aufstellen, ohne dass Google sie sofort widerlegt. Mal wieder Wetten eingehen, Spannung länger als drei Sekunden hält. Mal wieder unerwischt und hemmungslos fantasieren. Ich bin ein extrovertierter Melancholiker, ein Trägerworkoholiker, ein sachlicher Symboliker, ein hellwacher Somnambuliker. Gut, alles gut. Ja,
für dieses Lied gibt es auch ein Musikvideo übrigens. Muss ich mal Social Media Werbung machen. Das lohnt sich, das anzugucken, weil in diesem Lied haben wir eine echte 70er Jahre Telefonzelle, die übrigens hier bei Didi vor der Tür steht. Die haben wir einmal durch ganz Göttingen gekarrt und überall aufgebaut, sogar auf einer Kuhweide oder auf einem Sportplatz. Also das lohnt sich anzuschauen. Einfach auf YouTube, Mario Becker, Herberhausen oder so. Oder hier gibt es Visitenkarten. Da ist so ein QR-Code drauf. Wenn man den scannt, ist man direkt auf YouTube. Das geht. Man kann den Kanal abonnieren und es kostet auch nichts, ein Abo. Ne? Also für alle nicht Digital Natives, Abos auf YouTube kosten nichts. Und ja, und das Video hat Thomas Klarin gemacht, der wohnt auch hier im Ort und deswegen lasst ruhig ein Like da, das hat er verdient. Ja, wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, ist mein Programm so ein bisschen die Aufarbeitung meiner Vergangenheit und den Erlebnissen auch der traumatischen. Ja, und ja, das spart den Therapeuten. Das hilft, ja, man spart dann Geld. Ja, und im Rahmen meiner Aufarbeitung bin ich auch mal in meiner Jugend vorbeigekommen. Zum Beispiel auch in der Schulzeit. Auch in der Grundschulzeit. Und da habe ich festgestellt, da gibt es doch Dinge, die haben wir alle schon vergessen. Dabei hatten die eine wirkliche Bedeutung in unserem Leben. Zum Beispiel, ach, jetzt selber. Sie war so zuckersüß, mit vielen schönen Gaben, ich hing stets an ihren Fersen, doch sie wollte mich nicht haben. Ich tat, was ich konnte und es war noch nicht so viel, denn ich war Kleinkapitalist und ich beherrschte das Spiel. Naja, zumindest ein bisschen, mit bescheidenem Vermögen eines Grundschülers, der dachte, vielleicht wird sie mich erinnern. Thank you.
Zeit für eine Pause. Echt Mühe jetzt. Nein, wir lassen die Rechten Karlauer aber rauszuhauen. Wir lassen die Rechten gerne links liegen hier. Ja. Und ach, ich habe ja ganz vergessen am Anfang zu sagen, wir machen ja 3 Sets, also auch 2 Pausen zwischendurch, damit ihr euch auch von mir erholen könnt. Und jetzt ist erstmal gleich mal eine Pause nach dem nächsten Lied. Aber die könnt ihr gerne natürlich nutzen, reichlich zu trinken, zu bestellen. Und aber auch mal zu gucken, hier zur CD, wem das gefallen hat oder wenigstens ein Lied gefallen hat oder jemand kennt, dem es gefallen könnte. Da gibt's was. Und wie gesagt, das kommt ja einem guten Zweck auch zugute. Und wer jetzt denkt, ich spiele ja hier schon alles, also man kennt ja dann alles, was drauf ist. Nein, weit gefehlt. 9 Monaten ist Weihnachten nur, meine ich mal sagen. Denn auf dieser CDs gibt es nicht nur meine Stimme und mein Instrument, da gibt es auch Orgel, Cello, Kongas, Akkordeon, ganze Chöre. Da gibt es Gitarrensoli, nicht nur von mir, sondern auch von einem hervorragenden Gitarristen, der die CD auch vertont hat. Da ist der volle Band-Sound einer Göttinger und Nordheimer Band mit dabei bei einem Lied. Da ist die Stimme einer österreichischen Neuseeländerin drauf. Da sind Getränkedosen, Plastikflaschen und da ist sogar ein Reißverschluss. Und das Cover ist von Thomas Clavone hier ebenfalls designt und damit ist es auch noch ein regionales Produkt. Das ist ohne Plastik, ist deswegen auch voll biologisch abbaubar, zumindest die Hülle. Also auch noch umweltfreundlich und regional und 100% gegen die Flüchtlingshilfe. Mehr kann man nicht tun. Okay, Werbeblock beendet. Dann kommen wir mal... zu einer wahren Begebenheit zum Abschluss. Damit wir etwas gute Laune natürlich bekommen, noch mehr als wir heute schon haben. Ein kleines Urlaubslied. Es ist 5.44 Uhr, ich bin schon hellwach, der Himmel ist Popo Magenta. Meine Lieben schlafen, doch ich mache keinen Krach, es ist noch rasch etwas kalte Polenta. Und dann schwing ich mir aufs Rad und strampele Wetter, trete entschlossen in die Pedale. Die Chance, dass ich die Tour noch im Urlaub machen kann, habe ich heute vielleicht zum letzten Mal. Höhenmeter und das noch vor dem Frühstück und mit Brötchen zurück vor dem Wetter.
Sättiger hol ich dann später auf der Abfahrt zurück. Nur ohne Kümmel, die schmecken nicht so lecker. Und dann roll ich über einen schmalen Trampelpfad, voll konzentriert, denn links geht's steil bergab. Plötzlich reiß ich an der Bremse, falle fast vom Rad und steige ganz, ganz vorsichtig. Eine Kuh, mitten auf dem Wind. Eine Kuh, und nutzt die Privileg, darum zu stehen, mit einem Dutzend Abgenossen drumherum. Und schaut einfach nur dumm. Steht eine Kuh, mitten auf dem Wind. Eine Kuh, und geht einfach nicht weg, da steht eine Kuh und frisst nicht und macht nicht mal Mut. Und schaut einfach nur zu. Ihr schreit ja förmlich nach der Mitmachnummer. Ja, jetzt müsst ihr da dann aber auch durch. So ist es. Also bitte. Auf der CD übrigens, die kleine Antwort hatte ich schon erwähnt, egal. Auf der, da gibt es ja dann macht die Kuh mehrere Stimmen und das fehlt hier natürlich, wenn ich hier alleine singe. Deswegen brauche ich ein bisschen eure Hilfe. Und zwar erstmal die Damen. Ja, sind die Damen hier? Damen, einmal bitte hallo, einmal bitte ja. Melden. Hallo. Divers. Hallo. Genau. Ja. Ich mach bei beiden mit. Schon wieder beim Gendern versagt. Ich dussel. Hätte ich mich doch besser vorbereiten müssen. Nein, wir brauchen erstmal die Damen. Und zwar, wenn ich sage, da steht eine Kuh, dann brauche ich euch echoen. Eine Kuh. Mach mal kurz. Da steht eine Kuh. Da geht noch mehr. Da geht noch was. Aber da steht eine Kuh. Eine Kuh. Ja, ausbaufähig. Wir üben gleich noch weiter. Wir nehmen jetzt mal die Herren dazu. Sind Herren anwesend? Ja. Klingt etwas unmotiviert. Sind Herren anwesend? Ja. Na bitte. So, da möchte ich von euch nach eine Kuh, ein kräftiges, männliches. Das klingt mal. Wir machen das mal zusammen. Da steht eine Kuh. Aber mit Inbrunst. So, und jetzt muss ich mal zur zweiten Strophe kommen, sonst habt ihr nachher vergessen, worum es überhaupt ging. Genau. Ich warte eine Weile gelassen auf den Weg und schaue mich nach Hilfe um. Doch die Almen und Pfade sind verlassen und ich heb den Verdacht, ich muss da drumherum. Und dann heb ich mein Fahrrad den steilen Langberg auf, seh zu, dass ich ein, zwei Felsen überbrück. Und komm, bin ich auf der Höhe des Hornviechs und gut drauf, geht das Team zwei, drei Schritte zurück. Das wäre dann euer Stichwort gleich. Da steht eine Kuh. Mehr Inbrunst jetzt. Die Damen müssen anfangen. Die dürft ihr nicht den Butter vom Brot nehmen lassen. Die Herren übertrumpfen euch sonst danach. Also, wir gehen jetzt alles. Da steht eine Kuh. Eine Kuh. Mir wird etwas bang, dass ich hier immer noch stehe, wenn die Sonne untergeht. Zum Brötchen holen ist es dann zu spät. Da steht eine Kuh. Mit Körnern oben drauf, eine Kuh. Ich nehme nicht den Kopf, dass sie mich aufspießt wie ein Torero und ich dann keine Brötchen mehr holen kann. Da steht eine Kuh. Eine Kuh. Und das Gebirge liegt darum zu stehen mit einem Dutzend Abgenossen drumherum. Und schaut einfach nur da. Steht eine Kuh. Eine Kuh. Und geht einfach nicht weg, da steht eine Kuh und frisst nicht und macht nicht mehr Mut. Und ich schau einfach nur zu. Und dann klingelt mein Handy, ich hoffe auf Hilfe und geh ganz rasch ran. Es ist mein Schatzi und sie fragt mich, ob ich vielleicht dann auf dem Rückweg Milch mitbringen kann. Viertelstunde Pause zum Trinken.